Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. So, ich denke, wir brauchen mal einen Plan, ja, einen guten Plan. Ich würde sagen, wir bauen erstmal das Dach, so wie es hier angefangen ist, fertig. Dafür brauchen wir jede Menge Ton. Jetzt gucke ich mal gerade, ob wir haben Schaufeln, dass wir das mal machen. Haben wir denn eigentlich auch Zaunelemente? Moment. 19 Stück. Jo, die haben wir. Und dann gehen wir jetzt mal direkt zum Meer und schürfen da am Meer. In der Hoffnung, dass wir einfach mit einem riesen Batzen Ton nach Hause kommen und unser Dach fertig bauen können. Und ich glaube, danach möchte ich mal ein bisschen was anderes machen. Nicht hier so weiter am Häuschen bauen, großartig. Erstmal so weit gucken, dass wir klarkommen mit Essen, mit Nachschub an Lebensmitteln und so weiter und so fort. Vielleicht holen wir uns auch mal ein paar Schafe, damit wir da oben noch die Wände ordentlich weiter reinziehen können. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir von hier oben schon... Oh, die ganzen Kraken da. Oder auch Tintenfische meinetwegen. Kies, überall Kies unten. Ist das neu, dass das jetzt nicht mehr überall im Meer Sand ist? Früher war doch überall immer Sand. Ah, jetzt müssen wir mal hier gucken, dass wir irgendwo... Na du? dass wir irgendwo noch Lehm finden. Ich weiß gar nicht, ob man das vielleicht besser unter Wasser sieht. Ja, ist schon nicht schlecht, ne? Da ist Lehm. Lehm. Ach, und das ist cool. Das Lehm können wir das Lehm schon noch hier von... Das ist schon zu tief, oder? Nee, geht. Vielleicht reichen wir bis dahin dran. Ansonsten haben wir noch jede Menge Sand hier, wo wir uns hier so eine kleine Brücke bauen können. Dann können wir jetzt hier den Sand auch ordentlich ab... Ernten. So und so. Ach, das ist aber nicht viel. Das sind ja nur wirklich 3 Stück. So, da hinten ist Lehm. Ich sehe es. Ach, hier geht das schön weiter. Boah, ich bin ganz verzaubert hier immer von. Gut, wo ist Lehm? Boah, das ist ganz viel Lehm. Genial, das ist super viel Lehm. Oh, und da ist sie schon kaputt, die erste Schaufel. Nein, die war nicht mehr ganz. Die war nicht mehr ganz so neu. So, in Hoffnung, dass wir jetzt genau diese Ader wenigstens ohne Hilfsmittel abernten können. So, hier unten brauchen wir dann doch wieder Zaunelemente. Okay, und zwar machen wir das dahin. Schwupp, schnell Luft holen. So, dann können wir jetzt hier weiter ackern. Warum habe ich denn jetzt die Schaufel wieder weggetan? Mensch, das war ja wohl total unnötig hier. So, unter uns ist kein gut. So, holen wir noch was hier aus den Wänden raus. Ja, und ich würde halt ganz gerne auch mal die Umgebung erforschen oder zumindest, was auch, denke ich mal angebracht wäre nochmal in unsere Tunnel reingehen. Und ein paar mehr Materialien rausholen. Das ist natürlich cool, wenn wir dann noch ein bisschen mehr finden würden. Wer weiß, vielleicht finden wir auch mal was richtig, richtig, richtig Seltenes. Oh, noch mehr Lehm. Oh, ja, wirklich. Ich höre diesmal nicht auf, bevor ich nicht genug Lehm habe für das Dach da. Es geht mir ja so auf den Keks. Boah, das war der Schatten. Das war nur ein Schatten. Ich habe schon gedacht, so... Schade, dass man hier jetzt nicht auch noch irgendwie eine Fackel draufstellen kann. Dann könnte ich noch mehr sehen. Ist schon, hat schon ein bisschen sowas wie ein Tauchgerät, ne? Wenn man hier so ein Zaunelement hat. Was ich mir allerdings ganz hart vorstelle, ist, wie will man denn da so richtig tief runterkommen? Wobei geht, ne? Wenn ich irgendwie oben an der Wasseroberfläche einen Holzblock irgendwie oder einen Erdblock oder so hinbauen würde... Dann könnte ich doch rein theoretisch auch... Oh, Mist. Ich habe den falschen zuerst abgeschlagen. So, geht doch. Da ist noch mehr. Super. Wenn man hier oben irgendwie an die Wasseroberfläche einen Erdblock an die Stelle bringen kann, wo man runter möchte, dann müsste das doch eigentlich gehen, oder? Dann könnte man nämlich... Oh, jetzt wird schon wieder dunkel. Oh, jetzt wird es richtig dunkel. Jetzt wird es richtig dunkel hier. Liegt wahrscheinlich daran, dass auch einfach die Sonne jetzt hier quasi hinter meinem Haus steht, ne? Oh,
oder ist schon so dunkel? Oh, ich höre da was. Aber das muss nicht unbedingt sein, dass das Skelett da oben rumrennt. Es kann auch durchaus sein, dass das Skelett irgendwie in einer Höhle drin ist. Und ich da vorne eine Höhle habe. Boah, ist richtig viel. Cool. Na, man sollte auch schon das Ding ganz abbauen. Ich muss Luft schnappen, ich muss Luft schnappen. Oh. Puh, so. Na, hört sich aber doch nah an. Naja, dann werde ich wohl gleich doch mal rausgehen. Können die durchs Wasser schießen? Hilfe! Au! Au, das Wasser haut mich! Au! Au, das Wasser haut mich! Oh, wow! Ach, hier, ja klar, ich habe hier das Wasser weggenommen an der Oberfläche und deswegen fließt das jetzt hier in diese Richtung und ich musste gerade gegen den Wasserstrom anschwimmen. Ah, aber hier... Da geht die Sonne unter. Ist die Sonne weg. Okay, ich will hier raus und dann will ich schnellstmöglich nach Hause rennen. Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt hier unter Wasser, das muss ich mal kurz austesten, wenn ich hier jetzt eine Fackel in die Hand nehme? Ah, kann man dann unter Wasser auch besser sehen? Yay, kann man. Aber sie geht nicht aus. Ist ja schon ein bisschen strange, oder? So, dann lasse ich mal hier mein Zaunelement stehen und vielleicht setzen wir noch einen drauf. Wo sind meine Zäune? Da. Noch einen drauf, damit ich hier dann... So, und jetzt schnell nach Hause. Vorbei an allen Viechern. Und in welche Richtung muss ich denn gehen? Ist da hinten mein Haus? Irgendwas ist da hell. Irgendwas ist da hell. Ich renne jetzt doch mal, obwohl ich ja nicht so viel rennen wollte. So... Hui, und wo ist meine Heimat? Hilfe. Da ist es doch. Doch, 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 doch. Da ist der warme, wohlige Feuerschein der Heimat. Sicherheit. Denn wir wollten ja die Nacht möglichst wegschlafen, damit es nicht so dunkel ist immer. Weil ich das eben auch nicht mehr großartig beeinflussen kann. Die Nächte sind halt so dunkel. Und irgendwie beim Rendern werden die Videos sowieso alle ein kleines bisschen dunkler als ursprünglich beabsichtigt. Wow, jetzt können wir richtig viel reinpacken. 64 und nochmal 64 und nochmal 4. Oh, da ist keine Kohle mehr drin. So, jetzt aber schon. Ja gut, wir haben keine Kohle mehr, um weiter einzuschmelzen. Dann müssen wir doch schon wieder in unseren Keller gehen. So, das packen wir mal hier hin. Bisschen was zu essen nehme ich mit. Brote habe ich auch noch 14 Stück, das ist gut. Alles, was ich jetzt nicht brauche, das werde ich jetzt einfach... Ich nehme mal noch 3 mit für eine Eisenspitzhacke. Wer weiß, was ich da unten finde. Denn dann müssen wir doch einfach mal nochmal losziehen. Jetzt sofort! Nee, Holz nehmen wir lieber mit. Lieber nehmen wir das Holz mit. Wir haben zwar hier, wie gesagt, ein paar Sticks, aber ich nehme das jetzt lieber mit. Und eigentlich würde ich lieber Erde mitnehmen als Sand. So. Schere können wir hier lassen, die brauche ich da unten nicht. Genauso wie mehrere Bögen brauche ich auch nicht. Wenn, dann nehme ich den guten Bogen mit. Mhm. Eichenholzzäune. Ja, wer weiß. Es kann ja auch unterirdische Flüsse geben, wo ich dann vielleicht auch mal reingucken will. Aber erst einmal mache ich jetzt noch mal eine Eisenspitzhacke. So. Für den Fall, dass ich noch was Cooles finde. Fackeln habe ich jetzt keine mehr zusätzlich gemacht. Das liegt auch daran, dass wir keine... da ist ein Creeper in meinem Haus. Schnell weg hier. Das liegt ja auch ein bisschen daran, dass ich keine Kohle habe. Da müssen wir einfach noch mal hier rein. Und diesmal bin ich ein bisschen besser ausgestattet. Ja. Oh ja, ich bin jetzt viel besser ausgestattet. Einmal einen Kürbiskuchen. Nom, nom, nom. So. Jetzt das Steinschwert erstmal in der Hand. Und jetzt machen wir Folgendes. Habe ich versprochen. In der Höhle mache ich die Shader aus. None. Keine Shader. Done. Fertig. Zurück zum Spiel. Ha. Und jetzt ist es hier viel, viel heller. Wie gesagt, es ist ja schon ein bisschen geschummelt, oder? Aber, wie gesagt, besser so. Ne? Ausleuchten müssen wir so oder so.
denn ansonsten kommen hier gegebenenfalls Viecher. Da unten sind wir noch nicht gewesen, aber hier gab es auch noch jede Menge in der Nachbarschaft zu sehen. So, da haben wir Kohle und da haben wir jetzt einmal einen Gang mit Zombie. So ausleuchten müssen wir es tatsächlich trotzdem noch. Sonst ist es auch so zu dunkel. Na, was guckst du denn so traurig? Er hat schon gewusst, dass es ihm jetzt nicht gut tun wird, mir zu begegnen. Da haben wir ein Skelett. Hallo Skelett. Oh, 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 was ist denn das? Gold oder Eisen? Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich dieses Geräusch gemacht habe. Es sollte eigentlich kein Gewehr simulieren. Keine Schusswaffen. Ha, das ist immer cool. Eisen kann man nie genug haben. So, aber da vorne die Kohle nehme ich auch erstmal mit. Oh, da oben ist ja auch dunkel. Oh, und da ist Eisen. Da bin ich ja völlig dran vorbeigelaufen. Nee, das geht natürlich nicht, ne? Das geht natürlich überhaupt nicht. Das müssen wir schon noch hier rausnehmen. Eine richtig große Ader mal wieder. Cool. Oh, bums, da ist sie kaputt. Da müssen wir schon die nächste nehmen. Ich glaube, Gold kann man zum Beispiel nicht mit einer Steinspitzhacke abarbeiten. Oder man kann es tun, aber dann kommt da halt nichts raus, ne? Da ist noch so ein Loch oben. Oh, hier oben ist überhaupt ganz viel Zeugs noch in den Wänden. Na, da muss ich mich hochbauen, sonst kann ich das nicht abbauen. So, gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, ob das wohl reicht. Hier sieht man mal wieder ganz schön, dass Stein und Diorit oder wie heißt das andere? Andesit? Ja, dass die doch eine ziemlich andere Struktur haben. Ich mach mal hier auch noch eine Fackel hin. Schon ein bisschen düster da. Ne, also hier ist Stein und das ist was anderes. Okay, schöne große Cola-Ader. Prima. Die Schreckenmomente, die ich hier zuletzt in diesem Tunnel hatte, die haben ja schon dafür gesorgt, dass ich da, denke ich mal, jetzt ein bisschen vorsichtiger rangehe und mich besser vorbereite vor allen Dingen. Es geht nichts über einen vernünftigen Plan. So, oh, da ist er auch schon wieder kaputt. Ach Mensch, die halten aber nichts. Vielleicht sollte ich mal dahin gehen. Ich baue mir mal hier so eine Treppe darauf. So. Ach, Bums. Das war doch unnötig, Roger. So, alles aufsammeln. Meins. Da ist noch was. Und dann können wir mal gucken. Was haben wir denn hier so? Vielleicht ist das ein Dead End. Nö, ist nicht. Da kommt man auch raus. Aber Eisen gibt's hier auch. Ich wohne auf jeden Fall in einem Land mit reichen Bodenschätzen. Warum ist denn da oben so hell? Ach so, das ist nur da. Gut. Mit reichhaltig Bodenschätzen. Das ist cool. Da unten liegt jetzt noch was. Dun, 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 dun. So. Aber rauf muss ich nochmal. Das Eisen will ich hier nicht vergammeln lassen. Und wenn ich gleich nach Hause komme, ist bestimmt der Ton, den ich reingetan habe, schön geschmolzen. Können wir noch das Dach so weit fertig bauen, dass es zumindest zu ist. So, ich kann hier eh nicht ewig spazieren gehen. Hier ist jetzt komplett ausgeleuchtet. Wir können das natürlich auch so machen. Das heißt, wir machen das zu. Ach, so, so. So ist zu. Und da vorne auch zu. Dann bedeutet das, das ist halt ein Gangende, was ich komplett erforscht habe. Und ich kann die Fackeln sparen. So, jetzt machen wir mal hier zu. Wir machen zu. So, so. Und so. Zack und zack. Ist da jetzt auch alles zu? Kann keiner mehr durchkommen, ne? Dann ist gut. Egal, was da oben drin jetzt spawnt, es soll mir gestohlen bleiben. Da haben wir was rausgeholt. Noch ein paar mehr Fackeln, bitte. Und hier auch. Ach, das ist hier alles noch größer. Wahrscheinlich kann man da oben auch noch durchkommen.
Ja, dieses Mal sind wir aber gar nicht für Eisen hergekommen. Wir sind dieses Mal für Kohle hergekommen. Und jetzt finden wir hier so viel Eisen. Ob es da oben durchgeht. Mal kurz eben ausleuchten. Nee, es geht aber unten runter. Dann lasse ich die Fackel mal da stehen, damit ich das auch sehen kann. So. Hier oben auch schon mal eine Fackel hin. Oh, und hier geht's auch weiter. Und hier ist hier unten, ne? Okay. Das heißt, hier oben geht's auch weiter. Naja, gut. Ich denke mal, ich schürfe hier diese Ecke noch. Und dann mache ich mich schon wieder auf den Weg nach Hause. Ich denke, wir haben dann erstmal wieder genug. Ne? Ich freue mich schon auf den Tag, wo wir eine Glücksspitzhacke haben. Oh, 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 ich höre was. Mimi, Mimi, ich bin ein Schisser, ich weiß. Wo ist denn das Skelett? Ich mag keine Skelette. Die sind so doof. Ach, die können einen ständig wegboxen mit ihren Pfeilangriffen. Ich habe das Gefühl, die haben halt immer Rückschlag. Die haben immer verzauberten Boden mit Rückschlag. Okay. Hier noch das Eisen und dann mache ich mich auf dem Heimweg. So, wie gesagt, ich hoffe, dass ihr... Ach nee, die Kohle will ich schon noch. Ich will die Kohle. Ich will die Kohle. Dann haben wir erstmal eine ganze Weile wieder ausgesorgt vielleicht in Sachen Kohle. So. Können ja da auch noch eine Fackel hinstellen. Hier, komm mir nicht zu nahe. Hier ist das böse Feuer. Und... Nur mal eben um die Ecke glinst. So, da oben habe ich ja auch einen hingepackt. Hoffentlich kommt auch von da keiner. Oh, wie geil ist das mal, so eine richtig große Ader hier wieder. Yay. Mehr Kohle, mehr Kohle. Und vor allen Dingen jede Menge Erfahrungspunkte. Meine Güte. Da sollten wir vielleicht demnächst wirklich mal gucken, dass wir uns irgendwie ein Buch oder so machen. Also, dass wir erstmal Kühe züchten, damit wir Papier kriegen, Leder bekommen. Und dann noch jede Menge Zuckerrohr noch anbauen. So, jetzt haben wir alles. Gut, raus geht's hier unten. Ich nehme mal... Wo ist denn der wohl? Aber vielleicht da hinten, hinter der Wand, oder? Wo ich mir nur diese Fackel hingesetzt habe. Ah, da unten ging es auch noch irgendwo entlang. Jetzt mit den fehlenden Shadern ist es natürlich auch ein bisschen... Da ist er, da ist er! Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht! Nein, 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 nein! Okay, ab nach Hause. Das war wieder das Stichwort. Schade, dass ich schon so oft gestorben bin. Oft? Naja, aber mindestens einmal. Und einmal zu viel. Ach, wäre das cool gewesen, wenn ich hinterher hätte sagen können, ja, ich bin nie gestorben, bis hin ins hohe Alter. Ich hatte schon komplette Viehwirtschaft. Da ist auch überall Kohle in den Wänden. Cool. Na, es ist Nacht. Ja, es ist Nacht. Okay, aber nicht schummeln. Wir können die Shader jetzt wieder anmachen. Fertig, fertig. Dann ist das Ganze auch stimmungsvoller. Dann nehmen wir halt mal hier unsere Fackel in die Hand und rennen nach Hause. Hoffentlich ist der Creeper weg. Creeper! Ist der Creeper weg? Sieht so aus. Hauptsache, der steht jetzt nicht gleich in meiner Tür oder so. So, dann können wir die Nacht einfach wegschlafen. Das Einzige, was man noch hört, ist dann draußen das Pferd. Da brennt doch jemand. Da hinten brennt doch noch jemand. Okay, hier ist fertig. Oh, ist nur noch eine Kohle drin. Eine noch. Ach, wir haben ein bisschen Kohle wieder bekommen. So, 16 packe ich hier rein. In jeden Ofen kommen gleich 16 Stück einfach rein. Auch hier. Da ist er. Da ist er. Da war doch jetzt ein Creeper, Tatsache. Der soll nicht reinkommen. Ich glaube, ich muss den gleich verjagen von meinem Grundstück. Das ist mir sonst zu gefährlich hier. So, die
jetzt haben wir auch wieder ein bisschen mehr Kohle verfackeln, aber viel weniger als erwartet. Naja, gut. Aber das Eisen können wir jetzt einschmelzen und dann kümmern wir uns erstmal hier um die Tonziegel. Zwei Stück haben wir hier noch und wir haben auch hier noch ein paar Ziegelsteine. Und dann können wir hier basteln. Boah, 32 Stück. Wann habe ich denn mal 32 Stück auf einmal gehabt? Gab's das schon mal? Weiß es nicht. Nein, was mache ich denn? Was mache ich denn? Ich wollte doch... Nein, ich wollte doch gar keine. Ich wollte doch gar keine. Ah, na gut, ein paar machen nichts aus, denke ich. Wir mussten ja oben auch noch irgendwelche Lücken schließen, ne? So. Ach ja, wir können ja jetzt hier wieder vernünftig raus. Genau. Für innen wollte ich das doch so machen. Oh, na gut. Na gut. Vielleicht schieße ich den Creeper gleich einfach von hier oben ab. Ach, so ein Ärger. Naja, gut. Das wollten wir so machen. So und so. Und dann sollte das hier... Wie wollte ich das dann machen? Ich brauche mal Erde, glaube ich. Erde habe ich noch hier. So. Dann sollte das hier zu sein, ne? So. Oder? So. Und dann hier vorne jetzt... Habe ich das so gemacht? Ist das gar nicht mehr. So? Habe ich das denn so gemacht? So. Also, zwei breit ist schon richtig. Jetzt brauche ich wieder Fensterscheiben. Habe ich natürlich drin gelassen. Aber da oben, wie habe ich das denn gemacht? Das muss ich mir angucken. Was man nicht im Kopf hat, das... Na, Creeper! Boah, den schieße ich ab von hier oben. Der guckt eh so brav gerade raus. Guck mal, da ist mein Bogen. Au! Ja, bleib schön da stehen. Bump. Da hat er sogar mit den Beinen gestrampelt. Das Zeugs hole ich mir gleich von dir. Ach nee, hier habe ich zwei hochgemacht. Und dann so. Okay, ja, das sieht natürlich auch fein aus. Dann machen wir das so. Soll ja gleich werden. Und auf der einen Seite gefällt mir das schon ganz gut so. So ist eigentlich auch in Ordnung, aber... Aber stimmt schon, wir machen das so, wie ich das drüben gemacht habe. Gute Idee. So, also zuerst einmal den und dann den. So. Und das gleiche hier. Das dafür reicht. Das ist noch einer. Und piu! Und piu! Der hat schon wieder da mein Feld kaputt gemacht. Die blöden Creeper, die. Die Krise mit denen. Blöde Viecher, echt. Aber echt, Mann. So, das machen wir so. Auf der anderen Seite muss ich... auf der anderen Seite muss ich das auch noch so machen. Gut, und dann machen wir das jetzt hier irgendwie noch so zu. Einmal so. So, und dann noch zwei so glatte, oder? Oder... Wir können natürlich auch Slabs nehmen und die dann hier unten ansetzen. Und dann so hier über zwei ziehen. Oder auch komplett über den ganzen Bereich hier. Wie machen wir das denn? Gucken wir uns das mal auf der anderen Seite an. Wir können ja auch hier so cool über das gehen, ne? So. So sieht das auf jeden Fall hier schon mal besser aus. Prima. Und dann könnten wir natürlich hier Slabs drüber setzen. Dann können wir uns... Moment. Au. Dann können wir uns... Zumindest hier innen, hier, können wir uns doch die sparen. Den und den. Die können wir uns sparen, wenn wir einfach dann Slabs hier drüber setzen. Ne? Da, au, 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 das war viel zu, oh, das war viel zu hoch. Oh, meine Beine, meine Beine. So, dann nehmen wir die auch noch raus und machen unten an unserer Werkbank einfach ein paar Slabs. Schlepps, machen wir ein paar Schlepps. Gut, wie viel kommen denn da raus? 6. Wir brauchen auch immer 6. Ah, perfekt. Perfekt, reicht genau aus. Super. Also nochmal rauf. Und dann einmal hier rauf. Dann machen wir hier jetzt die 6 Slabs drauf. So. Dann haben wir innen drin auch nochmal die Illusion von noch mehr Platz. Und einmal auch von hier. So, können wir ruhig hier anfangen. So. Und jetzt gucken wir uns das Ganze einfach mal von unten an.
und gucken, ob uns das so gefällt. Können wir hier gleich noch unser Zeugs einsammeln. Boah, dieser blöde Creeper hier. Ach, da hat er mein Feld kaputt gemacht. Wo habe ich denn meine... Da ist meine Steinhacke. So, zack. Aber da ist er wenigstens, sind die Weizenkörner wenigstens, die er da rausgerissen hat aus meinem Boden. Ja, das sieht doch cool aus. Also die Gaube jetzt, ne? Da vorne irgendwie gefällt mir das nicht mit den mit den Balken. Das sieht doof aus. Mensch, das war keine so tolle Kracher-Idee. Okay, die Gauben gefallen mir gut. Was ich mir noch ganz gut vorstellen könnte, ist, dass wir das Dach einfach doppelt so lang machen. So bis hierhin. Dann hier nochmal eine Gaube rein. Und entweder wir verlängern auch das Haus so entsprechend. Oder man kann auch unter diesem Bereich so eine Art Wintergarten machen mit ganz viel Glas. Da müssen wir uns mal was überlegen. Das wäre ja auf jeden Fall hier nicht verschwendet. Da könnte man vielleicht unten hier die Treppenstufen, die ich da von unten gegen geklatscht habe, die könnte man ja vielleicht wegnehmen. Aber ansonsten wäre das nicht verschwendet. Ganz im Gegenteil. Das wäre ja cool, oder? Also wenn man hier grau hat und dann hier hinten nochmal grau. Vielleicht setze ich obendrauf auf den First auch graue. Ne, dann wäre das so richtig schön eingerahmt. Doch, das gefällt mir. Mal gucken, weil das könnte schon noch ein bisschen cooler da oben werden. Unseren Keller müssen wir natürlich auch noch irgendwie ausbauen. Was haben wir denn jetzt hier? Wir brauchen noch Eichenholz, Slabs, also Stufen, da. Und wir brauchen Glas, weil wir das zweite Gaubenfenster noch nicht mit Glasscheiben versehen haben. Dann machen wir das halt jetzt. So, okay, okay, okay. So, Slab 1 und Slab 2. Und dann machen wir hier noch die Fenster rein. Wunderschön. Wunderschön. Okay. Ja, ist doch cool. Hier hat man richtig viel Platz. Genial. Ist doch echt genial. Da auch. Ja, das gefällt mir. Also von der Art her gefällt mir das hier mit den Fenstern gut. Jetzt müssen wir halt noch jede Menge Wolle schürfen, um hier vorne auch zuzumachen. Damit wir hier nicht Tag der offenen Tür haben die ganze Zeit. Nee, das sieht auch so doof aus da oben. Kann ich das von hier direkt wieder abschlagen? Reicht das? Oh, das reicht. Na, Gott sei Dank muss ich da jetzt nicht rauflaufen für. Machen wir die ab. Mensch, die guckten auch noch halb unten bei den Treppenstufen raus. Nee, das war nicht schön. 8 Stück. 9 Stück. Ich glaube, einer liegt noch oben. Den müssen wir auch noch abholen. Und, oh, schade, die Erfahrungsbubbles da vorne sind schon wieder verschwunden. Die sind schon despawned. Nö, ist doch nichts hier. Okay, okay. Ach ja, ja, genau, ganz wichtig. Hier spawnt da nämlich auch nichts drauf. Hoffentlich, hoffentlich. Das wäre ja wohl mal eine Pleite, ne? Wenn wir hier vorne irgendwie jemanden drauf stehen hätten. Der springt dann immer hier so in unser Haus rein. Nee, das wäre blöd. Das wäre ja blöd. Müssen wir hier eh ein bisschen ausleuchten. Ich habe doch hier noch eine Fackel. Hier, eine Fackel für da. Und die andere Fackel für da. So, da haben wir schon mal hier ein paar Ecken. Und die beiden, oder drei Fackeln, die... Vier Fackeln sind doch 4 Fackeln. Die setzen wir auch noch ein bisschen anders. So, zu ist auf jeden Fall. Das bedeutet, hier kommt jetzt nicht so einfach mehr der Regen hier an meine tollen Sachen hier vorne. Da setzen wir noch einen in der Mitte hin und eine behalten wir über. Prima! Ja, die Sonne geht jetzt auch da hinten wieder unter. Oh, mein schöner See. Boah, die Wasseroberfläche einfach himmlisch. Wir haben keine neuen Materialien mehr. Wir können mal gucken, ob unser Eisen schon soweit wieder geschmolzen ist. Aber dann unternehmen wir mal morgen wieder. Da ist es. Ah, da ist es doch geschmolzen. Tatsache. Boah, 36 Stück. Wie geil. Wie geil. Rein damit. 60! 60! Und meine Rüstung ist immer noch 1A. Hahaha. Okay, ihr Lieben, wir sehen uns zur nächsten Folge Let's Play Minecraft. Auf Wiedersehen!